das Herz öffnen. Wisst ihr, da muss man Gott immer wieder bitten. Das Herz, wenn man vom Herz spricht, meine ich Liebe. Zuerst mal zu Gott. Ich kann unmöglich jemanden lieben, der mir alle Schande zeigt oder mir sogar sehr weh tut oder mir schadet. Wie soll ich dann den lieben haben? Und Gott zeigte mir es so, so hier und da bin ich einfach woanders. Ich stand plötzlich in der Wiese irgendwo, ein Wald war da hinten und ich stand da und wartete, was jetzt kommt. Dann kam so ein Glosschart aus dem Wald heraus. Ich kann euch sagen, ein Landstreicher, mein Gott, nochmal, der hat noch so 7 Jahre nicht mehr gewaschen oder stank wie verrückt und dann war er schon voll von Alkohol. Und der Geifer, wenn Gott einmal malt, kann er sehr gut machen. War richtig grün, was er herunterkam. Und er kam auf mich zu und wollte mich so umarmen. Um Gottes Willen. Ja, eben, ja, Gottes Willen. Da bleibt mir nur eins, wenn so etwas auf mich zukommt und ich merke, ich bin da zu schwach noch, dann soll ich nach oben rufen. Was sagst du? Siehst? Und Gott sagt, schau, er ist auch mein Kind, aber er ist in die Irre gegangen, bring ihn mir wieder zurück. Und jetzt kommt's. Lieber Gott, aber nur dir zuliebe kann ich ihn lieben. Das also zuerst kommt das Erste dran vom Hauptgebot. Du sollst Gott, den Herrn, lieben. Aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, deinem ganzen Gemüte, mit all deinen Kräften. Das ist das Erste. Das hieß schon beim Alten Bund. Und Jesus hat es wiederholt. Dann sagt er, es gibt ein Zweites, das ebenso wichtig ist, den Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das Hauptgebot. Also zuerst Gott lieben. Und jetzt komme ich halt, was ich immer wieder sage, und aus laut meinem Elend darüber über die Kirche sage ich es immer wieder, es ist ein Klagen. Ich höre von einem zum Beispiel Bergoglio, ich kann ja nicht Papst sagen, ich höre von Bergoglio immer wieder, Gott ist zärtlich, Gott ist liebevoll, Gott ist gnädig, noch zärtlicher. Pfui, Teufel. Eben. Kein. Wir kommen alle in den Himmel. Gott ist ja so lieb. Gibt es eine Hölle oder gibt es sie nicht? Gibt es Satan? Ich habe ihn gesehen. Wir haben gerungen sogar. Gibt es ihn oder gibt es nicht? Wo höre ich da? Das Erste, du sollst Gott lieben. Und erst dann, mit seinen Dingen, ihm zuliebe, kann ich den lieben, der mir wehtut. Gottes Namen dann natürlich. Ich bin auch kein Softie, glaub mir das. Sonst kann man nicht mit dem Teufel kämpfen, wenn man ein Softie ist. Diese Liebe aber müsst ihr erbeten. Ihr müsst bitten um diese Liebe. Ihr könnt vorwiegend den Heiligen Geist. Schaut, die Dreifaltigkeit. Wir haben Gott Vater. Es gibt einen Gott und in dem einen Gott ist aufgespalten in drei. Das ist jetzt falsch gesagt, aber. Und der Vater, das war das Alte Testament. Also ich meine, die Zeit von Gott Vater war das Alte Testament, jetzt ganz menschlich gesagt. Dann kam Gott Sohn, was noch ist, das Neue Testament. Nun kommt der Heilige Geist, das gibt kein Neues Testament. Denn es ist der Geist des Vaters und des Sohnes. Wenn ich zum Beispiel segne, segne ich auch oft so und dann der Vater, der Sohn, der Heilige Geist verbindet die zwei und sie werden eins. Im Heiligen Geist. Es ist der Geist des Vaters, des Sohnes. Und jetzt kommt
dann eine Erneuerung, eine Zeitenwende, Weltende kommt noch lange nicht. Eine Zeitenwende kommt. Und das ist da, wenn der Heilige Geist jetzt übernimmt. Und ich sage euch, wenn alles vorbei ist, das kann man dann Liebeskirche nennen. Aber versteht nicht, Liebe falsch. Liebe kann sogar sehr schwer sein. Aber einfach in dem Moment noch, einfach wunderschön, herrlich. Kein böses Blut mehr, nichts. Aber eben, wo Menschen sind, da geht es ja so eine Weile, dann fängt es ja meistens immer wieder an. Aber ich würde sagen, jetzt beim Heiligen Geist wird es ein bisschen länger dauern. Fürchtet das nicht. Schau, ich sage euch, wenn es soweit ist, wird Gott es bekannt geben oder machen. Ich muss immer aufpassen, wenn man so mit Gott, immer mit ihm irgendwo vereint ist, so wie man sagen soll, so meint man manchmal, ja, ich kenne seine Art, er könnte das und das meinen. Aber wenn ich auch jetzt etwas sage, muss also nicht stimmen. Ich sage nur, was ich ahne, glaube. Ihr habt sicher noch 3 Wochen Zeit. Es gibt ein solches unerhörtes Geschehen. Zeichen, unerhörte Zeichen. Aber Achtung, auch Satan kann Zeichen machen da oben. Mit 3D-Mission und wie man das, 4 oder 5 oder 15 von mir aus. Das alles kann er. Aber das spürt er sofort, dass das Gott ist. Und dann ist der Moment, wo alle erschüttert werden, die Menschen. Und da sagt der Herr zu mir, du wirst alle versuchen, zur Beichte zu gehen. Sie empfinden, dass sie zur Beichte gehen sollten. Und es hat zu wenig Priester, die Priester, die sind, das Volk hat die an die Kirchenwände genagelt, weil sie geschwiegen haben, nicht gesagt hat, was die Gebote Gottes sind, dass es eine Hölle gibt. Weil sie Feiglinge sind, keine bellende Hunde. Was nützt ein Hund, der nicht bellt? Dann sagt der Herr mir, du wirst den Andrang von Menschen, die wohnen möchten, beichten. Du wirst auf der Straße noch Priester weihen. Nur damit sie können beichten, die Kraft haben, die Sünden im Namen Gottes die Sünden zu vergeben. Es ist ja nicht der Priester, der die Sünde vergibt. Er hat nur durch diese Weihe, ihr wisst doch, der Heiland, als er auferstanden ist, erschien es ein Apostel, da waren nur die Apostel da. Er hauchte sie an und sprach, empfanget den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden nachlasset, denen sind sie nachgelassen. Wenn ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Und das haben dann Petrus und die Apostel immer weitergegeben auf die erneuerten Priester, wo dann kamen, und Bischöfe. Und jeder Bischof ist nur gültig geweiht, wenn er eine Sukzession, das heißt, die Weihabfolge von seinem Apostel von seinem Bischof bis zurück zu den Aposteln oder Jesus zurückverfolgen kann. Und da muss einer mindestens einen haben. Am liebsten hat die Kirche, wenn es 2 oder 3 sind. Bei mir hat einer, der das kennt, geprüft. Ich habe 12 Stellen. Und ich bin meistens nicht anerkannt. Naja, das ist jetzt meine Sache. In dem Moment, wo das beginnt, habt ihr alle Zeit,
Wenn ihr auswärts seid, ich sage etwas Verrücktes für euch vielleicht, wenn ihr mir vertraut als der von Gott Gesandte, weißt du, wie hoch das stönte. Ich bin ja nur ein armer Wurm, aber er hat mir etwas gegeben, wo ich auch wieder. Dann seid ihr auch gesichert, wo ihr auch seid. Das verspreche ich euch. Nur, was ihr zu Hause haben solltet, ist eine geweihte, nicht gesegnete, die Kirche segnet nur noch, eine geweihte Kerze, und das ist egal, wenn es nur so groß ist, die würde mindestens 3 Tage, oder solange es geht, brennt die, wird nicht abbrennen, die wird so lange brennen, bis sie darf löschen. Dann würde ich vorschlagen, natürlich ein Kreuz, aber mit dem Korpus dran. Denn wenn ich ein Kreuz halte, wo der Korpus nicht dran ist, ich halte es in dem Satan hin, er macht wohl so, er mag es nicht sehen. Aber wenn der Korpus dran ist, macht er einen Riesen, springt er davon. Er kann es nicht ertragen, denn er war ja der Narr, der geholfen hat, dass er ans Kreuz ging, um uns zu erlösen. Er wollte jetzt das Gegenteil. Erst als das Kreuz in den Ding hineinsank, hat er bemerkt, oh, ich habe geholfen dazu. Deshalb ist nur das Kreuz mit dem Korpus für den Teufel. Da könnt ihr ihn vertreiben. Weihwasser in der Kirche, es gibt Ausnahmen, es gibt natürlich die traditionelle Kirche noch. Ich bin dankbar, dass es gibt, denn da gibt es immer noch, so hoffen wir, gültige Sakramente. Aber bei Ihnen fehlt mir die Liebe. Ja, ich habe etwas von der Beichte gesagt, meine Lieben. Es nützt nichts, wenn ich zum Beispiel auch in den Kirchen sehe, ich habe fast nicht mehr gebeichtet, aber nehmen wir die traditionelle Kirche noch. Ich kann euch sagen, was Gott mir zeigt. Der größte Teil kommt nicht sündenlos heraus, sondern eine dazu. Denn, dass ich richtig beichte, muss ich wollen, nicht mehr sündigen. Klar wissen wir, dass wir nur Menschen sind und immer wieder passiert, dass man da und dort wieder reingefallen. Aber schaut mal, aber jeder kann doch mal denken, Herr, ich möchte dich nicht mehr beleidigen, möchte dich nicht mehr sündigen. Und deshalb, weil wir aber doch immer wieder tun, hätten ja die Hölle dann nachher. Aber da hat der Heiland eben diese Beichte eingesetzt. Oh, welch Elend für die Kirchen, die das nicht mehr haben, die Reformierte, Protestante und so weiter. Ja, viele sagen, ich kann selber zu Gott das vergeben. Ich gehe lieber am Sonntag in den Wald, ich kann da besser beten. Das glaube ich schon, aber das, weißt du, was das heißt? Das heißt, lieber Gott, ich brauche deine Hilfe nicht, ich komme selber zu dir hoch. Nein, wir sind Bettelkinder gegenüber Gott. Und doch sieht uns Gott so groß. Und doch, das kleinste Geschenklein, wo wir machen, ist bei Gott viel mehr bewundert er, als was wir selber glauben, was wir schenken. Wenn es mit Herz ist. Bitte den Heiligen Geist um Liebe für ihn. Denn wenn ihr ihn liebt, möchtet ihr ihm doch Gutes tun. Und du weißt, wenn du den Nächsten, wo auch seine Kinder sind, nein, ich mag dich nicht, dann tust du ihm weh. Wenn einmal ein Kind von mir sagte, Vati, du musst den so machen, der hat ja, etwas angestellt oder was, dann sagte ich, das kann ich nicht so, wie du meinst.
denn ich liebe auch den. Du willst, dass jetzt ich muss böse werden. Ja, es kommt schwierige Zeiten auf uns zu. Und anscheinend, Mama, kommt mir vor, dass man es gar nicht merkt, die Leute. Ihr werdet so für den Narren gehalten. Und sie merken es nicht. Aber wisst ihr wieso? Dann macht man dort einen Krieg und da einen Krieg und dort ist eine Straßenkleberei und dort ist einfach irgendetwas und man hat nur noch für das und merkt nicht, was hinterrücks. Salami, Scheiben, ein nach der anderen, jetzt hast du die ganze Salami. Das ist heute Tendenz. Wir können das nicht mehr rückständig machen, rückgängig machen. Aber wir können noch, dass es besser wird. Nicht so schlimm geschieht. Da habe ich euch Angst gemacht. Das wollte ich nicht. Denn, eben, liebe Gott, und du fürchtest weder Tod noch Teufel.